Herzlich willkommen, Freunde. Weiter geht's bei Pokémon Battles Online. Eigentlich wollte ich mich bei Pokémon Global Link anmelden, aber die Seite hat mir den gezeigt. Und dadurch konnte ich mich nicht für die bewerteten Kämpfe anmelden hierfür. Und jetzt muss ich halt erstmal so weitermachen. Aber ich habe einen Gegner gefunden, der zwar mit Uber-Ansatz spielt, aber gut. Ich hoffe, mit meinen Pokémon kriege ich das dann doch irgendwie noch gebacken. Ja, ich sehe schon hier einiges, was mir sehr viele Probleme bereiten kann. Ich würde sagen, ich möchte mit Papunga öffnen. Ich habe jetzt extrem das falsche Team für diese Situation zusammengewürfelt bekommen. Ich möchte nebenbei auch erwähnen, dass ich diese Teams, die hier zusammengestellt sind, die ihr am Rand seht, meistens zufällig zusammengewürfelte Teams sind aus dem Pool, den ich da habe. Weil ich kann, wenn ich alles Pokémon spielen will, nicht immer alles abstimmen, deswegen tue ich die oftmals zufällig würfeln. Manchmal, wenn es mir danach ist, tue ich die auch mal ein bisschen, ja, es ist einfach wirklich drauf abstimmen. Aber diesmal sind sie wirklich komplett zufällig gewürfelt für diese Runde. So, ich bin am überlegen, welches ich als letztes mitnehme. Und dich nehme ich mit. Dich? Ja, so. Also ich habe Papunga, Glurak und Dual Class mitgenommen. Das heißt natürlich... Zack, zack und zack. So, bin ich mal gespannt, ob wir das so hinkriegen können. Irgendwie. Eröffnet mit Knackrack. Soll mir recht sein. Mit Shiny Blitzerzauber. Na, das können wir auch. Guck mal. Mein Papunga. Ein kleines Shiny Papunga-Leinchen. So. Das setzt jetzt erstmal Schlafbude ein. Ich mag nebenbei dieses Papunga. Es ist eine so schöne Eröffnung. Ich habe es damals auf X gerne gespielt. Und es ist so... Sagen wir mal lustig. So, jetzt mal Reflektor. Oh, er ist nicht wieder der typische normale Spieler. Der seinen Pokémon dann auswechselt. Ne, er bleibt drinne. So. Zack. Doink. Rauhaut. Au, shit. Er hat ein Rauhaut. Bin ich gar nicht gewohnt. Das Rauhaut auf dem Ding. Gut. Trotzdem Dual Class muss ich rausspringen. Ja, das Blöde ist halt, diese Teamabstimmung, die ich habe, ist sehr anfällig gegen die Bodenattacken. Ich weiß es. So. Ich weiß nicht, ob ich zwei Züge Zeit habe, um diesen Zug jetzt durchzuführen. Okay, er ruft seinen Knackrack zurück. Und schickt Melotic rein. Das ist wahrscheinlich ein Siedewasser-Melotic. Ich kann es mir zumindest sehr gut als Siedewasser-Melotic vorstellen. Ich überlege gerade, soll ich noch mal einen Boost setzen oder einfach mal... Ich schlag einfach mal zu. Siedewasser-Melotic, jo. Einer, der auf sein Glück setzt, einen verbrennen zu können. Ui. Es reicht fast aus. So, dann würde ich sagen, Schattenstoß, ja? Denn Siedewasser wird dir nichts nutzen. Bams. Und tschüss. Damit wäre das Melotic schon mal aus dem Rennen. Mit der Wirkung vom Reflektor lässt nach. Selbst wenn Knackhack wach geworden wäre, wir hätten eine so extreme Verteidigung gehabt. Oh nein. Du bist ein blödes Mistvieh, weißt du das? Ein verdammt blödes Mistvieh. Du wirst jetzt wahrscheinlich mega gehen und mein ganzes Team wegnatzen. Wie ich mein Glück kenne, würde ich mal sagen. Rückkehr. Hä?
Kurs. One-Hit KO. Okay. Wieso hat er nicht das gemacht, was ich schon erwartet habe? Mega gehen und mir aufs Fressbrett geben. Okay. Da kommt der schlafende Knackrack wieder zurück ins Rennen. Okay. Ich setze auf Gyroball. Ui, er hat Glück, dass seins aufwacht. Scheiße. Er hat verdammtes Glück, dass es aufgewacht ist. So. Ich hoffe nur, dass ich mit Papunga ihn jetzt nochmal zum Schlafen bringen kann. Schlafpuder, schnell, Papunga. Komm schon. Yes! Auf mein Papunga ist Verlass. Mein kleines Papunga. So. Dann würde ich sagen, Baumwollsaat. Nehmen wir dir erstmal die ganze Initiative, die du hast. Es ist aufgewacht. Du Drecksvieh. Sag jetzt nicht, er ist gescarft auf Erdbeben. Ist er echt gescarft auf Erdbeben? Er hat aufgegeben. Scarf oder Choice, eins von beiden. Also, er ist gezwungen gewesen, Erdbeben einzusetzen. Ein Wahl-Item also. Oh, das ist bitter. Das ist echt bitter für ihn gewesen. Er war nicht in der Lage, irgendetwas anderes zu tun, außer das. Das ist blöd für ihn. So, und da es auch gewünscht wurde, dass ich mal wieder... hab ich jetzt gerade das getan, was ich... Ne, ich glaube, ich habe gar nicht verdrückt. Oder? Ich weiß nicht. Ich muss aber gerade mal gucken, dass ich hier ein wenig Energie für meinen 3DS kriege. Denn der Akku zeigt gerade rot an. So. Tett. Kleinen Moment. So. So, okay. Jetzt bin ich wieder voll und ganz da für euch. So. Ja, ich muss mich drum kümmern, wenn der 3DS hier mir mit einem Spiel abschmiert. Das ist natürlich blöd. So, jetzt kümmern wir uns mal darum, dass auch dieser Wunsch berücksichtigt wird, dass wieder Doppelkämpfe reinkommen. Und das werde ich jetzt auch tun. Jetzt suchen wir mal nach einem Doppelkampf. Feuerkampf, Doppelkampf. Obwohl dieses Team überhaupt nicht für einen Doppelkampf ausgelegt ist. Aber wir werden mal gucken, was wir aus diesem Team zaubern können. Denn ich denke mal, es wird schon etwas möglich sein, so mit dem Doppelkampf rauszuholen. Ich sehe schon, wenn ich jetzt nochmal drüber gucke, mit Glurak und Empoleon die Möglichkeit. Auch wenn Empoleon vielleicht in der Sonne ein wenig blöd dasteht. Und wer sich fragt, was sollte diese Sache auf dem Glurak... Ruhrort, Irrlicht, Feuerwirbel und Schutzschild. Dieses Glurak ist ein Spätstein-Glurak. Dahingehend, ich habe mir gedacht, ich will die Gluraks mal ein wenig anders da spielen, als sie sonst gespielt werden. Deswegen habe ich mir gedacht, machst du aus dem ein Spezialtank aus dem Y. So, Doppelkampf. Werden wir mal sehen, was wir jetzt hier als Gegner kriegen. Ui, zwei Normal-Pokémon, also Schlappe und Griffel. Eieiei, Quajutsu, Toxic Quack und Dragonite, Dragoran. Brokkolos heißt der steinige Mann in der Mitte. Ich überlege gerade, was könnten wir jetzt, oder wie könnten wir unsere Öffnung am besten spielen? Oder welche Öffnung könnten wir am besten spielen? Ich habe eine Idee. Und zwar will ich mit Papunga öffnen, Slimog mitnehmen, Glurak, Jein, Empoleon will ich auf jeden Fall. Weil wenn wir hier eine Kampfattacke oder sonst was abfangen können mit ein bisschen Boost, ja, das könnte hinhauen. Und, Omot ist halt jetzt dafür eher weniger gut geeignet.
Dual Class oder Glurak? Saß dieser ist komplett physisch offensiv, dann nehme ich lieber Dual Class und lieber mit. So. Versuchen wir es doch mal. Also. Dann fällt das hier noch weg. So. Bin ich mal gespannt. Dieses Team ist nicht für Doppelkampf wirklich nicht zusammengestellt. Aber mal gucken, was wir rausholen können. So. Die normalen Pokémon machen auch die Offensive, so wie ich es mir gedacht habe. So, du machst den Reflektor bitte für beide. Du gehst erstmal und hortest dich. Schauen wir mal. Einfach mal defensiv bleiben. Ich glaube, das ist eine Doppel-Mogli-Beöffnung. Würde ich mal behaupten, so wie es aussieht. Humpy Diffel, lang nicht mehr gesehen. Oh yeah, mega Schlapper. Habe ich auch noch nicht. Oder doch? Habe ich schon gesehen. Never mind. Aua. Mit Life Orb. Das macht Schaden. Doppel-Mogli-Beöffnung, wie ich ja gesagt habe. Volltreffer. Ich finde diese Attacke so ekelhaft, diese Moglieb. Vor allem mit Doppelkampf als Eröffnung. Ich hätte auch eigentlich Schutzschild spielen können. Aber daran habe ich jetzt echt gar nicht gedacht. Steigerungshieb auf Slimog. So, schöner Reflektor erstmal raus. Sepp. Verteidigung steigt. Abschlag auf. Ich habe meinen Fokus gut verloren. Das nutzt hier aber relativ wenig. Porter. Ich frage mich, ob er jetzt Slimer fokussieren wird. Wenn ja, werde ich Schlappohr jetzt komplett seinen Speed-Vorteil rausnehmen. Weil Schlappohr müsste, schlägt als erstes zu. Dann Papunga. Wenn ich jetzt mit Papunga es schaffen sollte. Baumwollsaat. Ah, es geht auf. Warte mal, das geht auf beide? Warte mal. Das geht auf beide? Tatsache. Damit kann ich dem ganzen Team den Speed rausnehmen. Cool. Das ist so eine Sache, die ich vorher noch nicht wusste. Okay. Lage geht nur auf einen. Vielleicht fokussieren sie jetzt komplett Slimog, weil er sich jetzt geboostet hat. Wäre natürlich richtig cool. Nein, tut er nicht. Schade, ich wollte diesen Pokémon jetzt seinen Speed-Vorteil rausnehmen. Abschlag, das hat keinerlei Wirkung auf Slimog. So. Komm mal her, Dual Class. Du musst mir mal dieses Bunny loswerden. Schling. Einfach mal direkte Offensive auf das Vieh. So. Slimox sollte sich mal weiter boosten. Turmkick. Ah, shit. Aber es hat's überlebt. Okay, dieser gezielte Hass. So. Mann. Jetzt habe ich nur Empoleon. So. Empoleon, Agilität. Vielleicht schaffen wir es noch mit der Agilität irgendwas zu reißen. Wenn er jetzt mal sein Ziel ändert. Steigerungshieb versucht er nochmal. Denkt er echt, er kriegt das Empoleon damit down? So, Schwächenschutz. Mein Angriff, Spezialangriff steigt stark. Das ist ein bisschen Abschlag. War wohl nix, ne? So. Empoleon, jetzt aber mal zeigen, was du kannst. Ist aber jetzt blöd, dass ich
Ich hatte eigentlich gedacht, der setzt wieder auf Turmkick. Um mein Empoleon auszuschalten, aber das war nicht so. So. Jetzt habe ich hier ein Empoleon, was geboostet ist. Ich weiß aber nicht, wie viel Initiative hat mir ein Empoleon überhaupt. Kann der überhaupt jetzt mit so einem Pokémon mithalten? Na, ich glaube ja nicht. Das wird eher schwer. Das wird schwer. So. Toxin noch auf dich. Ne, der kann nicht mithalten. Das war mir aber irgendwie klar. Das Bunny hat jetzt erstmal alles gecarried. Rückkehr. So. Marr. Jetzt bist du auch vergiftet. Ihr seid alle vergiftet. Slimog steht immer noch im Ring. Relativ unbeeindruckt. So. Hätte ich das, ganz ehrlich, hätte ich das eher gewusst, dass diese Sache mit dem Baumwollsaat auf alle geht, hätte ich das im allerersten Zug gespielt, aber ich habe Baumwollsaat noch nie für einen Doppel benutzt. Und deswegen wusste ich nicht, dass das auf alle funktioniert. So, ich hoffe jetzt, dass dieses Jump Bunny einen Turmkick versucht einzusetzen und sich jetzt das Genick bricht. Nein, es versucht weiter mit dem Steigerungstyp hier irgendwas zu reißen. So, Slimog versucht zu teilen. Ich weiß nicht, hatte ich das erwähnt, dass ich hier ersatzweise, weil es gab zwei Pokémon mit Giftschleim, bei Slimog den Giftschleim zu Überreste geswitcht habe? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt erwähnt. So, ich setze jetzt nochmal auf Horta. Meine Defensive noch einmal zu buffen. Nicht sehr effektiv. Und dann noch einmal der Abschlag. Ja. Wertealter, konnte nichts abgenommen werden. Ich glaube, das Ampidiffel fällt gleich vom Fleisch. Aber Slimog hier steht wie eine 1 immer noch. Denkt sich so, I don't give a fuck. So. Ich weiß nicht. Würde er jetzt denken, dass ich wieder Schutzschild einsetze? Wäre eigentlich auch aus meiner Sicht der klügste Zug. Beziehungsweise ich kann auch mal jetzt gegen seine Vorstellung vielleicht spielen. Oder zumindest versuchen. Indem ich dann auf Plage gehe. Damit das andere Pokémon jetzt versuche auszuschalten. Oder zumindest so weit zu bedrängen, dass es im nächsten Zug mit umfällt. Was sagst du halt die? Dann könnte ich halt nochmal einen Steigerungshieb, wird er wahrscheinlich jetzt auch einsetzen. Weil er würde, wenn er Turmkick spielt, wäre er sehr riskant. Weil er genau weiß, ich kann Schutzschild. Ich versuch's. Ich versuch's mit Plage. Jo, wie ich es mir dachte. Ampidiffel Rückkehr. Ampidiffel fällt vom Fleisch. Und ich bin nicht auf sein Schutzschild gegangen, so wie er sich vielleicht gedacht hat, weil er ja mit Eishieb agiert hat. So. So. Gift setzt ein. So. Plage. Okay, das fällt auf jeden Fall im nächsten Zug. Kann auch nicht gewechselt werden. Okay, da kommt der Stein ins Rollen. Schutzschild? Erstmal Schutzschild. So, ich frage mich, was er mit seinem Stein machen wird. Slimog, Schutzschild. Dübdidu. Hallo. Setzt wieder auf Eishieb. Steinkante setzt er damit ein. Ich heil mich ein wenig. Boah. Slimog muss sich gegen zwei verteidigen.
dass er mit seinem Felsen Brokkolos kein Erdbeben eingesetzt hat. Wahrscheinlich schwingen seinen Partner nebendran. Ach nö. Da kommt natürlich der Super King schlechthin. Nämlich Quajutsu. Mit Wandlungskunst. Was ja nebenbei eigentlich nicht mitgespielt werden soll. So. Steinkante. Und er trifft. Aber es reicht nicht aus. Slimehawk steht immer noch. Oh mein Gott. Slimehawk. Slimehawk steht immer noch. Oh mein Gott, Slimehawk, du bist klasse. Einfach nur klasse. Ehrlich, ey. Der steht immer noch. Jetzt wechselst du wieder zu Typ Wasser. Du trägst Überreste mit deinem Quatsch zu. Okay. Soll ich es nochmal versuchen mit einem zweiten Schutzschild hintereinander? Bin ich so dreist? Nee, bin ich nicht. Ich vergifte ihn und hoffe, dass einfach nichts mehr passiert. Toxin. So. Okay. Er steht zwar mit dem Rücken zur Wand. Oh, er setzt Steinhagel. Warte mal. Hat er vorhin Steinkante genutzt und jetzt Steinhagel? Er hat zwei Steinsattacken auf sein Pokémon? Wow. Okay. Gut, ganz ehrlich, ich hätte das vorher wissen sollen mit dem Baumwollsaat. Muss ich mir merken für weitere Doppelkämpfe, dass es auf beide geht. Das ist eine klasse Eröffnung, um sowas wie Schlappohr rauszunehmen, also die Initiative zu drücken und danach gegenzuhalten. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, Applaus für Slimehawk, weil er stand da und hat eigentlich alle nochmal so mitgehalten, durchgehalten. Und konnte am Ende, hätte es volle KP gehabt oder Hälfte der KP von Anfang an gegen die beiden am Ende. Ich glaube, Slimehawk hätte das ganze Ding noch gerockt. Aber gut. Nichtsdestotrotz, waren schöne Kämpfe. Und ich muss mal gucken, wenn ich Doppelkämpfe plane, dass ich dann auch mein Team dementsprechend anpasse. Ich hoffe beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme, dass diese Pokémon Global Link Seite mir nicht den da zeigt. Sondern dass er dann funktioniert. Also dann, Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Waren schöne Kämpfe. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon. Bis dahin.